Schauen wir uns mal das nochmal an, an dem Beispiel oder an einem Beispiel. Der Hamster soll bis zur nächsten Wand laufen, dabei alle Körner einsammeln, die er findet, und an der Wand genauso viele Körner ablegen, wie er eingesammelt hat. Jetzt benutzen wir mal Prozeduren, um entsprechend dieses Problem zu lösen. In diesen Prozeduren benutzen wir halt eine variable Anzahl, so wie wir das vorhin auch gemacht haben, als wir keine Prozeduren verwendet haben. Damit wir aber sowohl in dieser Prozedur als auch in dieser Prozedur mit derselben variablen Anzahl arbeiten können, müssen wir diese variable Anzahl als globale Variable definieren. Das heißt, außerhalb von Prozedurrümpfen. Das ist eine globale variable Anzahl und diese wird benutzt an dieser Stelle und an dieser Stelle. Das heißt, wenn ich dieses Programm ausführe, wird immer, wenn ich hier mit Anzahl arbeite, mit dieser einen globalen Variablen gearbeitet.